Von den Folgen von Klimawandel und Umweltverschmutzung sind die ärmeren Länder in besonderem Maße betroffen, obwohl sie besonders wenig zur CO2-Produktion beigetragen haben. Wir wissen, dass es gerade verwundbare ärmere Länder sind, die besonders entweder von akutem Wassermangel oder von Überschwemmungen bedroht sind. Insofern sind Fragen des Klimaschutzes auch zutiefst eine Frage globaler Gerechtigkeit. Und innerhalb der reicheren Länder können wir sehen, dass es ärmere Menschen sind, die auch wiederum in besonderem Maße von den Folgen von Umweltverschmutzung betroffen sind. Wer viel Geld zur Verfügung hat, kann sich immer auch die Flucht in hochwassersichere Gebiete oder in weniger verlärmte und weniger verschmutzte Straßen leisten. Also insofern, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit gehören ganz eng zusammen. Wenn wir ökologische Lebensweisen für alle wollen, dann müssen wir ran ans Eingemachte und das heißt auch an die Art und Weise, wie produziert wird. Weil solange der kapitalistische Komparativ gilt, wonach höher, schneller, weiter, mehr Profit sozusagen die entscheidende Größe ist, solange werden Fragen von Nachhaltigkeit immer nur an dritter oder vierter Stelle kommen und deswegen müssen wir ran an die Produktionsweise. Eine grundlegende, eine nachhaltige Umgestaltung der Gesellschaft erfordert auch, die Kämpfe um Zeit zu führen. Eine Gesellschaft, wo jeder Einzelne das Gefühl hat, im Hamsterlaufrad sich abrackern zu müssen, ist eine Gesellschaft, die den Blick auf Nachhaltigkeit und wirklichen Wohlstand für alle verstellt. Und deswegen streite ich auch im Sinne von Nachhaltigkeit für die 4-in-1-Perspektive. Die geht davon aus, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit sein soll für Erwerbsarbeit, Familienarbeit, für politische Einmischung, aber auch für Zeit, für Muße, für sich selber. Und insofern geht es um einen ganz neuen Wohlstandsbegriff, nämlich um die Ressource, die für uns alle endlich ist. Es geht um Zeit. Kurzum, was wir brauchen, ist Zeitwohlstand für alle.